Hörst du es, HD? Nur ein Moment rennt uns vom größten aller Schätze. Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain. Komm schon mal. Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt. Allesamt. Zehnfach sogar. Wie du meinst. Ahoi, Roberts. Wir werfen Anker und sehen uns an Land. Du wurdest verfolgt, Captain Kenway. Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold. Rennen soll dieser Verräter. Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain, bevor ich mein Wohlwollen noch bereue. Großsegel, los geht's! Captain, denk lieber noch mal nach, was du hier tun willst. Was hast du wieder zu nörgeln, Adel? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will. Ei, und der Verräter muss sterben. Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt? Du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz. Das muss ich auch gar nicht sein. Bloß, wenn dir was Besseres einfällt, um Gottes Willen, raus damit. Verabschiede dich von Roberts. Hol die Assassinen. Bring sie her und lass sie das Ding beschützen. Ei, ich bringe sie her. Wenn sie bereit sind, dafür etwas springen zu lassen? Ja. Es wird ein harter Kampf, wenn Hornigold uns tiefer in diesen Nebel hineinzieht. Wir nähern uns dem Rückgrat des Teufels. Du meinst die Klippen, die aussehen wie der Rücken eines Monsters? Ei. El Espinazo del Diablo, nennen die Spanier sie. Feindliches Kriegsschiff! Sieht nach einer Fregatte aus! Die Farben Englands! Scheint allein zu sein, Sir! Natürlich, natürlich. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag. Ja, es gab in der Aufnahmesession jetzt hier ein paar Schwierigkeiten irgendwie. Hat er nicht oder habe ich verpennt, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Weshalb wir diese Mission nochmal wiederholen müssen. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Momentan ist es echt bescheuert, was das Aufnehmen betrifft. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo wir lang müssen. Auf jeden Fall nicht hier. Auf jeden Fall nicht hier. Das fängt schon mal gut an. Ob wegen Sonnerscheiße. Wir sind hier, ich bin jetzt hier gerade. Sieht nach einer Fregatte aus! Verdammte Royal Net. Feuer! Feuer! Erwarten Befehle! Ich bin hier gerade so schön durchgekommen. Durch das Ganze hier. Und ganz schön locker easy. Ich bin, glaube ich, nur einmal gestorben. Ja. Und jetzt, und jetzt fangen schon die Probleme an. Da hat man echt Bock auf mehr. Schiff nähert sich! Sieht feindlich aus! Ist eine Fregatte! Die britische Marine! Sie sind nicht allein! Schiff verfolgt uns, Sir! Fregatte, Captain! King Georges Hunde! Sie sind nicht allein, Sir! Okay. Hol sie zurück! Captain, wir haben Ärger am Hals! Regatte, Sir! König George Schuss! Erregt nach! Da ist Fornico! Geht näher ran! Er ist ungeschützt! Schießt! Wir sind zu stark! Bereit zu schießen, Captain! Es ist sehr eng hier! Gib Acht, dass wir nicht auflaufen! Verdammt! Feuer! Ja, guter Treffer, könnte sie da. Feuer! Klippen vor Absegel reffen! Nein! Feuer! Alle Segelbergen haben. Und deswegen hasse ich dieses Spiel. Wegen diesen blöden Seeschlachten. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Okay, ja, das Ziel vielleicht doch gar nicht. Feuer! Raketten! Eine Seile, genau da! Das Schiff kommt, Captain! Alle ja, und den will ich ja gar nicht. Ich will ja nur ihn hier. Großsegel setzen! Oh, und dann fährt das nicht mal los. Das ist doch einfach scheiße. So gut sie es kann. Oh. Feindliches Feuer! Und warum mischt ich dieses Kriegsschiff ein? Das hat damit doch gar nichts zu tun. Wir werden sie ran, Sir! Feuer! Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Bis dahin, Sir! Feuer! Fast fertig, Feuer! Sir! Feuer! Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer!
Sie feuern, Sir! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Ist dein Herz dafür bereit? Ja, und wie? Und wie? Ja! Sauber! Sauber! Schön! Ich komme wieder zurück. Genau, wir kommen wieder zurück und genau. Captain im Wasser! Ja, genau, da oben müssen wir hin. Eigentlich ist es auch eigentlich ganz einfach, das hinzukriegen. Zumindest gerade hatte ich da überhaupt keine Probleme. Also gerade kam ich hier ganz easy durch. Nicht. Schön stümperhaftes Segeln da hinten, Männer. Als wir diesen Tag überleben, bei Gott, dann lasse ich euch auspeitschen. Verstanden? Bleibt standhaft. Bleibt mit den Rücken zusammen. Der Kampf ist nicht vorbei. Keep the slippery bastard in sight, boys. Time to join the chorus, Celestial. So. Den da oben machen wir jetzt auch nochmal fertig, den Hampelmann. I'll beat them, Jason. Ich glaube, das tat weh. Aber er hätte sich auch nicht gefreut, ob es uns weh getan hätte. Von daher alles gut. Ich rush hier viel mehr durch, muss ich ganz ehrlich sagen jetzt. Also wirklich, ich bin hier vorhin so schön durchgeschlichen und jetzt rush ich einfach nur durch. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her, so sicher wie ich hier stehe. Ja. Nicht mal 10 Minuten. Er führt was Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als deins, Ben. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel? Nicht mehr als morden und plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir einst hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihn noch geht. Und am Ende wartet der Geist. Ja, wie ein Pirat. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger in der Welt. Und das ist mir genug. Wollte ich sagen, das haben wir doch geschafft. Ja. Erinnerung fortsetzen. Soweit haben wir das ja geschafft. Dann können wir jetzt weitermachen. Aufnehmen tut's ja hoffentlich.
Dann werden wir jetzt für 10 Minuten nochmal. Ne, das Observatorium war. Wo war es? Dieses blöde Observatorium. Ach so, ja, genau, hier war's. Von Steuerbord! Da treibt etwas Frachtgut, Sir. Hey! We'll heave him up and away. Setzt jeden Zoll Segel! Alle Segel klar zum Setzen! Moment mal, wir können ja auch Schnellreise machen, ne? Was haben wir hier? Havanna. Cabana Vista. Tulum. Kingston. Ich glaube, hier sind wir erstens näher am. Wo ist denn unser kleines Reich? Habe ich mich jetzt gerade? Gradina Goa. Okay, kriegen wir auch hin. Ich glaube, das ist unser Bestätigen. Weil dann müssen wir erstmal versuchen, dass wir erstmal wieder anonym werden, damit wir erstmal gefahrlos auch erstmal durch die normalen Gewässer können. Weil ich jetzt auch nicht großartig Lust habe, mich jetzt in jede Seeschlacht reinziehen zu lassen. Deshalb gucke ich mal, ob ich jemanden finde, der uns verschwinden lässt. Wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Seen some rough lads in my day. These are rough lads. Huh. Ahoy, friend. What can I get you? Ja, beruhig dich mal, Fanboy, beruhig dich. Was darf's denn heute sein? Vielleicht später. Genau, vielleicht später. Vielleicht aber auch gar nicht. Okay, okay, okay. Können wir vielleicht hier verschwinden? Natürlich nicht. Will denn uns hier keiner zum Verschwinden bringen? So, gibt es hier eine Legende auch? Legende L2. Ah,
Assassinen auf der Ziel, Verbündete Anteil Seekinder. Long Bay prinzipiell. Gegnerisches Fort, Geschäfte, Personen, Überlebende von der Deckung, örtlicher Offizier, interessant. Müsst ihr verschwinden, Freund? Oh ja, und wie ich verschwinden muss. Cool. Ich halte euch den Rücken frei, für etwas Geld. I am having many things for to delight you, my friends. Okay, du bist ein Fischhändler, aber... Ahoi, Captain. Müsst ihr abtauchen? Oh, hier, ja. Und wie ich abtauchen muss. Du glaubst gar nicht, wie ich abtauchen muss. Ach ja, komm. So, zurück zum Boot rudern, zum Boot. Captain hat das Ruder. Genau, Captain hat das Ruder. In See stechen. Und jetzt werden wir dieses Observatorium holen. Was natürlich nicht einfach sein wird, aber wir müssen da unser Bestes geben. Singt uns ein Lied, Männer! Alle Segel, sie verträgt das! Ja, manchmal ist es einfach geil, sich einfach hier mit dem Schiff durch die Karibik zu segeln und dann diese alten Seemannslieder zu hören, die Shanties. Alter, was für Sperrgebiet, ey. Und wie groß ist die Sicht von diesen Schiffen, ey. Krass. Ja, und der Nächste hat mich schon gesehen. Toll, ja, schieß ruhig, schieß. Mann, ich bin schon lange aus dem Sperrgebiet raus. Alles gut. Chill mal deine Lage hier. Mann.
So, ich glaube, wir machen schon einen viel zu großen. Nee. Wir müssen einen noch viel größeren Bogen machen. Komm, raus, so. So, von dem Fort müssen wir uns hier überhaupt ganz weit entfernen. Ganz weit.